baba martha, wer ist das? wer ist baba Marta? baba Marta ist eine mythische personifizierung im bulgarischen folklore. laut äh, den Mythen, laut den legenden und märchen, baba martha ist schwester vom Gulam und malak -Setschko. Gulam Sechko, das ist die Personifizierung vom Monat Januar. Und Malak Sechko ist die Personifizierung vom Monat Februar. Im bulgarischen Tradition, in der Legende, Folklore, sind die Monate Januar, Februar und März personifiziert. Und Uma Marta, Baba Marta, Baba heißt Uma. Uma Marta ist die Schwester von Gulamsechko und Malaksechko, also das heißt Monat März, ist Geschwistermonat von Monat Januar und Februar. Und Januar und Februar, Malakseczko und Gulamseczko haben eine Lut, wie sagt man, Lutcharakter. Lut -Lut Charakter, heißt das auf Bulgarisch. Also, die haben sehr strenge Charaktere. Und äh, sie sind so gnadenlos, kalt, äh, äh, stürmerisch. Äh, sie machen so äh, lebensunfreundliche äh, Atmosphäre. Und äh, dadurch ärgern sie auch öfter Baba Martha. Und äh, man sagt, dass die Baba Martha, eine wechselnde Stimmung gehabt, je nachdem wie die zwei Brüder mit ihr umgehen. Darum ist Monat März mal so mal so. In uh, der Mythologie ist der Name von Baba Martha, kommt von Monat März. Und uh, Baba Martha ist mal fröhlich, mal lacht sie und uh, sie ist wohlgesonnen. Und mal ist sie, aber auch böse und äh, unfreundlich. Äh, Baba Martha und Monat März äh, gibt es ganz viele bulgarische ethnische äh, Traditionen, Mythen und Rituale. Die widmen sich der ankommende Frühling. Also Baba Martha in ihrer Personifizierung steht auch für der Frühling, der kommt. 1. März ist der Tag, an dem die Baba Martha kommt und sie bleibt bis 31. März. In dem ganzen Monat März werden Riten, verschiedene Riten gemacht äh, zur Vertreibung von Schlangen und Echsen. Das hat auch was mit der Bibel zu tun. Es gibt zwei ganz große Riten, die sehr, sehr traditionell sind. Das ist am 1. März und am 25. März. Ich habe extra Video da dafür auf YouTube auch hochgeladen. Könnt ihr euch die mal anschauen. In der Folklore sagt man, dass Baba Martha ständig unzufrieden ist von ihren zwei Brüdern, weil die sie immer verärgern. Entweder trinken sie ja Wein aus. Oder sie machen irgendwelche andere Streiche und Blödsinn, um sie zu ärgern. Wenn sie aber verärgert ist, dann wird das in dem Wetter umgeschlagen, dann bekommen wir auch schlechtes Wetter. Es gibt eine, eine Legende, über Baba Martha, das in der Folklore. Das heißt, eine ältere Frau, eine ältere Frau hat ihre... Herde. Also eine ältere Frau hat ihre Ziegenherde auf die Weide gebracht in die letzten Tage von Monat März, weil sie gedacht hat, dass äh, Baba Martha vollgesonnen und gut gelaunt ist. Und sie hat natürlich auch gehofft und gedacht, ja, ich bin eine alte Frau, Baba Martha ist auch eine alte Frau, aber wir sind gleichgesinnt, sie wird doch... Äh, mich begnädigen und auf mich aufpassen. Baba Martha hat das gesehen und sie ist verärgert worden. Und dann ist die Baba Martha zu ihrem Bruder Malak Sechko, also zum Monat Februar, gegangen und hat sich ein paar Wintertage von Malaksechko vom Februar ausgeliehen. Und Februar hat ihr diese Wintertage auch gegeben in nationaler tradition heißen dann diese wintertage also diese tage in diese märchen heißen die geliehenen tage oder gezählte tage Baba martha das märchen Baba martha hat diese wintertage diese ausgeliehenen tage dann auf die erde gebracht und äh, es, hat es gab Schneestürme, es gab sehr viel Schnee, es ist sehr kalt geworden. Und äh, es war so kalt, dass diese o Oma, äh, die auf die Weide war, samt ihre Herde erfroren sind. In den Bergen, also die waren in den Bergen. Durch ihre Erfrierung haben sie sich in äh, Steinhaufen verwandelt, also in Steine verwandelt. Und unter diese Steine äh, gab es eine, eine Wasserquelle. Und äh, aus dieser Wasserquelle ist heilendes Wasser rausgekommen. Also das ist so die Legende über Baba Martha, wie gnadenlos sie sein kann. Die ganzen äh, Feiertage, die ganzen Rituale, äh, die im Monat März gemacht werden, werden auch äh, mit der Absicht gemacht, äh, Baba Martha äh, gut einzustimmen, so dass sie auf uns Menschen und auch auf die Natur wohlgesonnen ist. Man bittet durch ihre Rituale um ihr Segen. Die Initiatoren von diesen äh, Riten, Riten, Rituale sind äh, meistens äh, Frauen. Jungfrauen und Kinder. Und man sagt, dass die Baba Martha die alte Frauen überhaupt nicht mag. Und das heißt wiederum, dass die alte Frauen sollen wirklich aufpassen, Baba Martha nicht irgendwie zu verärgern. Baba Martha hat ihre Feiertage am 1. März. Da werden die Martinitschke getragen. Am 9. März und am 25. März an Blagovets. Man sagt auch, Baba Marta ist eine alte Frau, sie trägt rote Kleider. Also in bulgarische Bildern wird sie dargestellt im Trachten, weiße Trachtenhemd, bestickt mit roten Faden. Und oben drüber hat sie so ein äh, rotes Kleid, aber ärmellos, also ohne Arme. Weiße Hemd mit rote Farbe bestickt, mit Symbole und rote Strümpfe und rote Tuch über Kopf. Darum tragen die Frauen am 1. März, die älteste Frau im Haus muss am 1. März rote Kleider tragen, um die Baba Martha, damit Baba Martha wohlgesonnen auf diese ältere Frau ist. Eine Sache und dann auch diese Bedeutung der Farbe, diese Kraft, Leben, äh, Wohlstand symbolisiert das Rote, das Blut. Diese Rituale für äh, Baba Martha, äh, sagt die Legende, das sind heidnische Rituale, die kommen von der Eleni, also von den Griechen, von den Thraken und von den Urbulgaren. So alt sind diese Rituale und diese Traditionen. Und äh, die Legende sagt, dass die Martinica von der ur kommt. In einem anderen Video über Martinica habe ich darüber gesprochen, außer also von unserer Khan Asparuch, von der Frau von unserer Khan Asparuch, der die jetzige Bulgarien gegründet hat, seine Frau Achenora.